Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend und begrüße euch zu meinem dritten Teil aus meiner EcoWax Goat G1 Videoserie. Im ersten Teil gab es die allgemeine Vorstellung, so etwas Theorieunterricht. Im zweiten Teil habe ich mit euch das Teil installiert. Heute im dritten Teil möchte ich mit euch über die Top-Funktionen sprechen, die tatsächlich diesen Mähroboter ausmachen. Und möglicherweise, dafür kenne ich mich allerdings etwas zu schlecht aus, in diesem ganzen Mähroboter-Segment auch diesen Mähroboter einzigartig machen. Ich möchte euch an dieser Stelle allerdings auch schon auf den nächsten Teil, den vierten Teil, vorbereiten. Denn da möchte ich mit euch über ein paar Problemchen sprechen, die ich in den letzten Wochen mit dem EcoWax Goat G1 hatte und mich teilweise auch etwas zu Verzweiflung gebracht haben. Ich habe euch unten unterhalb des Videos so kleine Kapitel eingefügt. Das heißt, wenn euch ein Punkt, ein Top-Feature in diesem Video nicht zu sehr zusagt, dann könnt ihr natürlich an die entsprechende Stelle vorskippen, beziehungsweise unten in der Videobeschreibung gibt es nochmal Links zum EcoWax Goat G1 und natürlich auch nochmals die Auflistung aller Videokapitel. Nun wünsche ich euch allerdings viel Spaß mit den Top-Features zum EcoWax Goat G1. Top-Feature Nummer 1 ist sicherlich das kabellose Mähen, sprich das Mähen ohne Begrenzungskabel, ohne Kabel, die Sträucher einbinden bzw. auch ohne Führungskabel. Ich habe schon seit Jahren einen anderen Mähroboter von Husqvarna im Einsatz. Dort gibt es immer noch Begrenzungskabel. Das heißt, ihr müsst im Grunde genommen eine physische Grenze mittels des Kabels rund um euren Garten ziehen bzw. um euren Rasen ziehen und müsst dann bei größeren Gegenständen bzw. es wird empfohlen, auch Sträucher bzw. Gartenhäuser, Bäume, all das, was fest installiert ist im Garten, mit diesem Kabel ausgrenzen und sozusagen eine Insel damit bilden. Dann gibt es noch ein Führungskabel und wenn man dann fertig ist und etwas an Strauchwerk bzw. an Baumwerk auch im Garten hat, hat man im Grunde genommen wirklich den ganzen Garten komplett übersät mit diesem Kabel, was natürlich auch Nachteile mit sich bringt. Die Nachteile bei einem Mähen mit einem Begrenzungskabel bzw. mit dem Führungsleitkabel, der immer wieder den Roboter dann zur Ladestation zurückbringt, besteht natürlich darin, dass man das Kabel in irgendeiner Art und Weise natürlich beschädigt. Sei es beim Vertikutieren, sei es zum Beispiel beim Unkrautjäten mit einem Unkrautstecher oder auch nur, wenn man einfach was Neues pflanzen möchte, weil man meist nicht mehr so ganz genau weiß, wo das Kabel verlegt wurde. So ging es mir dann auch schon über die letzten 4 Jahre, dass ich mal in dem einen Jahr einmal eine Stelle beschädigt habe, im zweiten Jahr kam dann der Unkrautstecher hinzu und im vergangenen Jahr habe ich dann den Rasen mal gelüftet, also noch nicht einmal vertikutiert, aber der Lüfter ist auch so tief in den Boden eingedrungen und mir war auch nicht mehr so klar, wo die Kabel verlegt wurden, dass die an 3 Stellen beschädigt wurden. Dann fängt natürlich die große Sucherei an. Wo ist das Kabel beschädigt? Kann man das noch flicken? Hin und her und tralala. Wie gesagt, in den letzten 5 Jahren habe ich bestimmt das Kabel mindestens an 5 Stellen beschädigt. Das kann man dann flicken. Das ist jetzt kein Teufelswerk. Das kann wirklich jeder machen. Aber die Leistung dieses Kabels nimmt damit natürlich auch ab. Und irgendwann wäre dann auch eine Neuinstallation fällig, was so bei mir um die 500 bis 600 Euro auf 200 bis 250 Quadratmeter Rasenfläche bedeutet hätte. Beim EcoWax Goat G1 sieht es dann anders aus, weil er im Grunde genommen komplett kabellos, natürlich bis auf das Netzkabel, auskommt. Das heißt, die Grenzen, die ihr ziehen möchtet, sei es um Inseln, also um Sträuche, Bäume oder auch sonstige Gegenstände, wie zum Beispiel kleinere Terrassen oder feste Spielgeräte, zieht ihr tatsächlich virtuell bzw. könnt Verbotszonen einrichten. Das heißt, das habe ich euch im letzten Video gezeigt, beim Installationsvideo, wenn ihr den Sauger, sorry, natürlich den Mäher einrichten möchtet, müsst ihr eine virtuelle Grenze um euren Rasen ziehen und habt dann im Anschluss daran noch die Möglichkeit, Verbotszonen einzurichten, wo der Roboter nicht hinfahren soll. Hat natürlich den riesen Vorteil, dass ihr jetzt alles machen könnt, was im Garten notwendig ist. Ihr könnt zum Beispiel den Garten komplett umgestalten, weil ihr ganz einfach eine neue virtuelle Grenze wieder hinzufügen könnt bzw. neu anlegen könnt. Ihr könnt überall pflanzen, ihr könnt vertikutieren, ihr könnt mit dem Rasen machen, was ihr möchtet, als wenn es eben keinen Mähroboter gibt. Dass es dazu aber auch zu Problemen kommen kann, das möchte ich euch allerdings auch im nächsten Video zeigen. Aber wirklich einer der größten Vorteile vom Goat G1 ist tatsächlich das kabellose Mähen. Top-Funktion Nummer 2 ist die Sicherheit beim Mähen, also dann, wenn die Messerscheibe aktiv läuft und damit natürlich auch der Rasen geschnitten werden kann. Generell ist es so, dass natürlich auch weniger smarte Roboter ein gewisses Maß an Sicherheit mit sich bringen. So war es bei meinem alten Husqvarna so oder ist immer noch so, dass wenn ich zum Beispiel im Garten stehe und der Mähroboter auf mich zufährt und mich anstößt, der natürlich stehen bleibt und dann kehrt macht. Das muss allerdings nicht immer so gut funktionieren. Sei es bei Gartenschläuche, wo schon so 2 Stück bei mir draufgegangen sind, wenn zum Beispiel Spielzeug von Kindern, kleine Schaufeln oder kleine Eimer, Backförmchen im Grasen liegen, die werden dann kurz und klein gehäckselt.
Wenn sich Tiere im Garten bewegen, sei es zum Beispiel unsere alte 14-jährige Hündin, die nicht mehr richtig hört und dann der Mähroboter von hinten ankommt, beziehungsweise natürlich auch Kleinkinder, wo möglicherweise die Eltern die Aufsichtspflicht etwas verletzen. Da kann das schon mal richtig gefährlich werden und da kommt natürlich auch der Goat G1 ins Spiel. Bevor das Mähen mit dem Goat G1 anfängt, gibt es über den integrierten Lautsprecher erstmal eine Sprachansage, die sinngemäß heißt: Vorsicht, Messerscheibe fängt an zu laufen. Messerscheibe läuft. Womit man auch direkt weiß, okay, jetzt könnte es theoretisch gefährlich werden und die Messer, die unten an der Messerscheibe hängen, fangen sich an zu drehen bzw. werden in Schwung versetzt. Das ist erstmal Indiz Nummer 1. Nichtsdestotrotz ist es so, wenn man keine KI-Funktion, also die Laborfunktionen, auf die ich jetzt gleich zu sprechen kommen werde, auch benutzt, erkennt die Panoramakamera bzw. die KI-Kamera in der Vorderseite, erkennen natürlich schon, dass sich irgendwelche größeren Gegenstände oder Objekte oder auch Personen im Garten befinden. Das heißt, bei mir war es noch nie der Fall, wenn ich während eines Mähvorgangs durch den Garten gelaufen bin, dass ich in irgendeiner Art und Weise auch durch den Goat G1 angefahren wurde. Der bleibt wirklich zielsicher mindestens 2 Meter davor stehen und macht dann kehrt bzw. setzt seinen Mähvorgang in eine andere Richtung fort. Dann gibt es aber auch noch den zweiten Punkt, die sogenannten Laborfunktionen, die man in der App deaktivieren und dementsprechend natürlich auch aktivieren kann. Und wie der Name schon sagt, Laborfunktionen sind zwar Funktionen, die man zu 100% nutzen kann, die auch zu 100% funktionieren, allerdings immer irgendeiner Entwicklung unterliegen. Das heißt, an diesen Funktionen wird durch EcoWax fortlaufend geforscht und entwickelt. Per Software-Updates oder Firmware-Upgrades werden neue Updates eingespielt, um diese Funktion immer noch besser zu machen. Da gibt es zum einen den sicheren Modus, auf der anderen Seite aber auch die KI-Erkennung. Beim sicheren Modus ist es so, dass natürlich, wie im vorherigen Punkt auch schon ganz kurz angerissen, Personen zum Beispiel erkannt werden, aber hier die Messerscheibe anfängt zu stoppen oder einfach stoppt. Das heißt, beim vorherigen Modus war es so, die Messerscheibe läuft, sie erkennt mich. Wenn ich diesen sicheren Modus nicht aktiviert habe, läuft die Messerscheibe weiter, der Roboter dreht sich und mäht in eine andere Richtung weiter. Wenn ich den sicheren Modus aktiviert habe und das in einem Umkreis von 7 Metern, dann bleibt die Messerscheibe stehen. Das heißt, dadurch wird nochmal ein größeres Maß an Sicherheit erzeugt, was vor allem dann sinnvoll erscheint, wenn tatsächlich Kinder sich im Garten bewegen bzw. im Garten auf dem Rasen rumkriechen. Die nächste Funktion, die KI-Funktion bzw. Kamerafunktion, ist eine Funktion, die man auch aus der Saugrobotik schon kennt. Dort wird der Roboter mit ganz viel Bildmaterial bzw. Videomaterial gefüttert, also auf AI-Basis werden bestimmte Gegenstände und Objekte erkannt. Sei es zum Beispiel Gartenschläuche, sei es Spielzeug, sei es Fußbälle, sei es wie gesagt auch Personen. Und wenn diese Gegenstände eben erkannt werden, werden diese Gegenstände gekonnt durch den Mähroboter umfahren. Und in Verbindung mit dem sicheren Modus ist das natürlich das perfekte Mittel, um das größtmögliche Maß an Sicherheit im eigenen Garten zu gewährleisten. Bei der dritten Funktion und vor allem auch einer Funktion, die ich bisher noch nicht kannte, geht es einfach um das Schnittbild des Rasens. Das ist wahrscheinlich bei unserem Rasen mehr irrelevant, weil der eher aussieht wie ein tatsächlicher Nutzrasen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Vorgärten, die aussehen wie aus US-Serien und die wirklich sehr schön gecuttet wurden, beziehungsweise wo man ein Schnittbild bzw. ein Schnittmuster in den Rasen reinfahren lassen möchte. Bei wieder smarten oder weniger smarten Robotern wie dem alten Husqvarna ist das so, dass nach dem Chaos-Prinzip gemäht wird. Das heißt, der fährt wie zum Beispiel die ersten Staubsauger einfach links, rechts, oben, unten und das wieder in einer 180-Grad-Wende fährt er durch den Garten. Man hat am Anfang das Gefühl, dass er das irgendwie nicht alles schaffen würde, aber an irgendeiner Stelle nach einem Mähvorgang hat er dann auch das meiste im Garten gemäht und es funktioniert tatsächlich sehr gut, selbst in diesem Chaos-Prinzip, auch wenn das am Anfang nicht so aussehen sollte. Das Chaos-Prinzip hat aber auch einen richtig guten Vorteil, denn dadurch, dass er einfach willkürlich durch den Garten fährt, wird keine feste Spur durch den Mähroboter in den Rasen bzw. ja in das Erdreich reingefahren. Und mit einem Gewicht von über 20 Kilogramm kann man sich vorstellen, wenn 20 Kilogramm immer in der gleichen Spur nach links und rechts und oben und unten fahren, dass irgendwann Rasen oder Reifenabdrücke bzw. dort der Rasen etwas verdichteter wird. Dadurch gibt es ein Schnittmuster. Ihr habt also die Möglichkeit, in der App zu bestimmen, wie das Schnittmuster auf eurem Rasen aussehen soll. Das würde ich euch empfehlen, wenn ihr zum Beispiel ja, den Rasenmäherroboter alle Woche laufen lasst, dass ihr das wöchentlich mal vielleicht ändert. Das heißt, ihr könnt im Grunde genommen in einem, lass mich sehen, 180-Grad-Winkel von der Ladestation aus gesehen einmal senkrecht mähen lassen, einmal 90 Grad nach dort, einmal 90 Grad nach rechts. Und dann könnt ihr natürlich auch die ganzen Zwischenräume befüllen mit 75 Grad, 45 Grad, mit 25 Grad. Und so entsprechend verschiedene Muster, wenn euch das beliebt,
oder ja naheliegen sollte, könnt ihr euch natürlich in den Rasen reinfahren lassen. Ich mache das so, ich lasse den einige Tage nach links, rechts, oben, unten laufen und dann wechsle ich einfach beliebig das Mähmuster bzw. die Mährichtung, sodass ich keine festen Spuren im Rasen wiederfinde. Der letzte Punkt und auch Top-Feature Nummer 4 ist die Videoüberwachung. Wie bekannt hat ja der Goat G1 auf der Oberseite eine 360-Grad-Panoramakamera plus eine Frontkamera im vorderen Bereich. Die sind natürlich erstmal dafür ausgelegt, um Gegenstände zuverlässig identifizieren zu können, um fahren zu können, um möglichst hohes Maß an Sicherheit gewährleisten zu können. Also den Punkt, den ich vor wenigen Minuten schon angesprochen habe. Aber wenn man natürlich Kameras an Bord hat, kann man die natürlich auch für eine Videoüberwachung nutzen. Und dazu geht ihr ganz einfach in die App, seht oben rechts ein Kamerasymbol, dann wird der Bildschirm gedreht und nun habt ihr die Möglichkeit, auf der Karte eures Gartens mehrere Punkte festzulegen, um diese Punkte durch den Goat G1 überwachen zu lassen. Das heißt, bei unserer Größe unseres Grundstückes habe ich zum Beispiel 3 Punkte festgelegt, die der Goat G1 anfahren soll. Und nach einer gewissen Verweildauer, ich habe diese auf 10 Minuten gestellt, wird eben entsprechend der Spot überwacht und dann fährt der Goat G1 zum nächsten Spot und überwacht diesen Spot. Und das Ganze funktioniert über die 360-Grad-Panoramakamera oben auf dem Turm in einem Umkreis von 7 Meter. Das heißt, ihr habt, wenn ihr den Goat G1 mittig platziert, einen Durchmesser von 14 Metern, also 7 Meter in jede Richtung. Und bei unserer Grundstücks- oder Gartengröße, Rasengröße, muss ich 3 Punkte festlegen, damit der ganze Garten eben durch die verschiedenen Spots überwacht wird. Und in einem Umkreis von 7 Metern werden dann zum Beispiel auch Personen erkannt und an den Roboter ausgegeben. Diese Videoüberwachungsfunktion gibt es aber auch, wenn der Roboter sich in der Station befindet. Das ist ein Ladestationswächter oder so ähnlich heißt das. Das heißt, wenn er sich in der Station befindet, habt ihr die Möglichkeit, alles, was sich in einem Umkreis von 7 Metern, da ist wieder die magische 7, sich bewegt, wird erkannt und dann wird eben ein entsprechender Ton an euch ausgegeben. Bei uns ist das so platziert, dass der Roboter so schräg gegenüber unseres Gartenhauses steht und wenn sich jetzt eine Person in diesem Umkreis bewegen sollte, also an die Gartenhütte gehen sollte, wird ein Alarm bzw. eine Mitteilung auf meinem Smartphone ausgegeben. Ich muss allerdings auch sagen, dass die Videoqualität aus der Station heraus nicht wirklich so gut ist, wie oftmals suggeriert wird. Da kann die Kamera vielleicht etwas dreckig sein, da kann zum Beispiel etwas Schmutz drauf sein oder Regentropfen können noch drauf sein und der Blickwinkel aus der Station raus ist natürlich auch nicht der beste. Deutlich besser sieht es tatsächlich bei der Videoüberwachung aus, die ich euch gerade vorgestellt habe. Zum Abschluss noch ein kurzes Roundup, also eine kurze Zusammenfassung und ein kurzer Ausblick auf das nächste Video. Der Goat G1 hat natürlich auch noch so Funktionen oder Features wie einen Regensensor, die machen den allerdings nicht einmalig, weil es einfach noch schon zu viele Roboter gibt, die das eben auch können. Deswegen habe ich das an dieser Stelle mal ausgelassen. Als Ausblick auf das vierte Video, das habe ich ja schon angeteasert, möchte ich auf Probleme, aber auch Lösungsvorschläge oder auch Lösungen zu sprechen kommen, die mit dem Goat G1 zusammenhängen. Sei es Engstellen im Garten, sei es Bewuchs oder Nebenflächen von Rasenflächen, wo sich möglicherweise, wie auch bei mir, der Goat G1 vorher festgefahren hat, sei es zum Beispiel erneute PIN-Angabe nach dem Abheben, wann funktioniert das bzw. wann muss das eingegeben werden oder auch so Dinge, welche Objekte können durch den Goat G1 generell unterfahren werden, also fährt er durch eine Schaukel oder fährt er unter einer Schaukel lang, kann er unter Gartenbänke fahren? Wenn ja, warum macht er das? Wenn nein, warum macht er das nicht? Und all das möchte ich im vierten Video mit euch besprechen. Ich hoffe, das Video hat euch etwas gefallen. Ich hoffe, es hat euch vor allem weitergeholfen. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn wir uns bei den zukünftigen Videos wiedersehen. Bis dahin, macht's gut und ciao.